Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Good morning in the morning. Ihr seht, ich bin immer noch hier in Kapstadt. Und heute ist aber mein letzter Tag hier, mein letzter voller Tag hier. Und eigentlich auch der einzige volle Tag, den ich selbst verplanen kann, denn ich war ja hier zur Schule und habe jeden Tag bis 16 Uhr Unterricht und am einzigen Wochenende hier in meiner Zeit war ich unterwegs mit Campus Bay and Emily Sleep and Travel und daher will ich heute meinen Tag nochmal füllen, einfach für mich und nochmal Cape Town so richtig entdecken und ja, nehme ich euch natürlich mit. Also dann, lasst uns starten. Oh, da ist irgendwas los. Weiß nicht, ob da einer was klauen wollte oder so. Die schreien sich hier alle an. Sie sitzt jeden Morgen hier und den ganzen Tag und singt. Überall ist die Weihnachtsbeleuchtung jetzt schon angebracht. Es ist schon sehr gefährlich. Eben kamen mir hier zwei Typen entgegengerannt. Richtig gerannt. Die kamen hier aus der Station raus. Und dann kam zweimal Wachpersonal hinterher und die sind jetzt alle in eine Richtung und alle Menschen gucken in diese Richtung. Aber ja, die sind schnell gewesen. Mal das Auto an. So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Ich bin jetzt hier im Busbahnhof. Ich habe mir hier so eine aufladbare Busfahrkarte geholt. Und ja, das ist voll praktisch. Ich habe einmal 100 Rand aufgeladen und fahre jetzt zwei Wochen schon damit. Und hier steht der Fahrplan, ganz einfach. Ich will zur Waterfront, mein Bus kommt in 7 Minuten. Plattform 4, Bus 162. Wenn man in den Bus einsteigen will, dann muss man sich beim Eintritt dort einchecken, links. Und wenn man rausgeht, muss man sich rechts auschecken. Steht auch dran, in und out. Und dann wird der entsprechende Betrag von der Fahrkarte abgebucht. Sammeltaxis, so ähnlich wie in Tansania die Dala Dala, aber das habe ich nicht ausprobiert. Ich muss darüber dorthin und hier haben sie jetzt die Brücke gesperrt. Die wird jetzt hier geöffnet und dann will ein Boot hier durchfahren. Geht relativ flott. Das Boot kommt da auch schon angefahren. Und die Brücke ist jetzt geöffnet. So, die Tickets habe ich jetzt. Haben mir 600 Rand gekostet. Und man muss hier
wenn man reingeht, natürlich Maske tragen, dann werden die Hände desinfiziert, Fieber gemessen und dann wie am Flughafen durch eine Sicherheitskontrolle. Ich hatte schon ein bisschen Angst, da ich ein Messer bei habe zum Obstschneiden. Und ja, das wurde mir schon mal weggenommen. Ja, und dann muss man eine Identity Card abgeben, also Pass, Führerschein oder sowas. Habe ich natürlich alles nicht bei, wegen der Kriminalität hier. Und zum Glück habe ich meinen Studentenausweis dabei, weil man damit überall etwas Rabatt bekommt. Und der wurde akzeptiert. Dann bekommt man das Ticket aufs Telefon und ja, dann muss man eine halbe Stunde vorher hier sein. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit und trinke irgendwo ein Käffchen. Besseren Kaffee wie hier in Südafrika habe ich noch nirgendwo getrunken. Und der ist immer mega günstig, egal wo man den kauft. Kostet er zwischen 50 Cent und 1 Euro. Ich muss mal hier erst eine Runde drehen in dem Haus. Aber es ist nicht zu verfehlen, immer den Fußspuren nach. Hier kann man auch gleich noch Interessantes lesen. Da kommt jetzt das Boot nach Robben Island. Bin wie immer die Erste hier und alle anderen stehen hinter mir. Die diskutieren hier. Die Frau hatte den Menschen dort gefragt, ob er mal helfen kann, mit anzufassen. Und da hat er gesagt, sie soll mal warten, bis hier jemand kommt, der dafür zuständig ist. Ich werde mal nach oben gehen, da hat man den schönsten Ausblick. Seehunde. Und da liegen auch Seehunde oben. Jetzt die Gangway für uns vorbereitet und hier steht der uns dann desinfizieren will. Jetzt werden alle hier mit Busse abgeholt und ja, wahrscheinlich ins Museum gefahren. Erstmal Hände desinfizieren. Ja, jetzt wird das ganze Boot hier mit Bussen wegtransportiert. So, I guess my parents lied to me. Ladies and gentlemen, welcome to Robben Island. My name is Hent and I will be conducting the first part of your talk. And I will of course be doing that with my colleague who will be behind the wheel throughout the first talk. His name is Grant. Would you like to say hi to him? Hi. This is the visitor center that you hier find ist on der Friedhof. Hier läuft erstmal eine Schildkröte spazieren. Hier laufen scheinbar viele Schildkröten umher. Actually built by the Anglican Church of England, which makes it the only privately owned property in this island, and that is one of the reasons why it still stands today. Das älteste Gebäude der Insel. But it used to be Robben Island's primary school. It was unfortunately closed at the end of 2011. Wir haben jetzt eine kurze Pause hier. Ja, wir sind hier direkt am Strand und können mal ein bisschen frische Luft schnappen. Es ist echt warm da in dem Bus
und man muss immer Maske tragen. Ja, es tut gut, mal wieder ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ein super Blick auf Kapstadt und den Tafelberg. Man alles so findet beim Spazierengehen. Hallo, du kleine Schildkröte. Jetzt gehen wir hier rein. Es regnet ein bisschen. Gentlemen, welcome everyone to Robben Island, to maximum security prison. A prison that was used to incarcerate male political prisoners between 1963 up to 1991. My name's Koso Glenn Nswelimwe, and I'm from Soweto. And Soweto is where I was born and I grew up. Until I left this country in 1979 through Botswana, arriving in Tanzania to live in exile because of political persecution and police harassment in our country. Der Raum war für 40 Menschen bestimmt. 18 months documents, because that farm was used by a military armed wing called Umkhonto we Sizwe. And when you are done taking pictures, you proceed to what you. Und wie fandet ihr es auf der Gefängnisinsel von Nelson Mandela? Schon gruselig in so einer kleinen Zelle, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein paar Eindrücke hinterlassen. Und ja, jetzt bin ich hier am Koffer packen. Heute ist mein letzter Tag in Kapstadt gewesen. Morgen geht der Flug zurück nach Deutschland. Und wenn euch die Zeit und mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weiterhin mitkommen wollt, dann einfach Abo dalassen. Bis bald!